Hallo, liebe Leute, ich dachte, ich melde mich einfach mal kurz bei euch und zeige euch einen Zwischenstand bei der Ausschmückung des neuen Lichtschwerts. Es wird ein kleines bisschen mal wieder dauern, nicht weil ich mir irgendwas getan habe, sondern weil die Ideen, die ich da realisiere, ziemlich aufwendig sind, muss ich gestehen. Aber ich glaube, das wird nachher auch ein sehr geiles Ergebnis. Und damit ihr nicht so lange harren müsst, könnt ihr hier schon mal ein bisschen gucken. Viel Spaß! Der aufmerksame Zuschauer hat vielleicht schon bei der Herstellung des Basisrohrs gesehen, dass nach dem Erhitzen des Heißklebers etwas aus dem Rohr herausschaute. Ich habe eine Flacker-LED mit eingeklebt, die den Energiekristall darstellen soll. Da ich eigentlich immer ohne den Besenstiel unterwegs bin, soll der Griff alleine einfach noch authentischer wirken. Wie bereits erwähnt, kommt wieder ein Magnetverschluss zum Einsatz, der aber nicht mehr so hoch aufbaut. Ich versuche bei diesem Modell nicht mehr auf Teile aus der Grabbelkiste zurückzugreifen, alles soll im Baumarkt oder Internet zu beziehen sein. So kommen am neuen Griff zwei Topfmagnete mit rückseitigem Gewinde zum Einsatz. Hier sieht man das fast fertige Griffdesign in seiner Rohform. Als optisches Highlight baue ich Leitungen für Kühlung und Stabilisierung ein, die an den Enden des Griffs sichtbar sein werden. Das Kopfstück ist ebenfalls aufwendiger gestaltet. Wenn die Bauteile am Ende poliert werden und schwarzes Leder den Griffbereich abdeckt, ist ein neuer Meistergriff geboren.